Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Leias Geschichte Nummer 1 gemacht. Dann haben wir noch ein paar Mini-Missionen erledigt. Dann haben wir noch die und diese Mission erledigt. Und dann, weiß ich nicht, sind wir ein bisschen planlos ins Ausgegangen. Ich wollte eigentlich jetzt nach den zum Aladdin Seehafen hinfahren. Mit dem Zug, glaube ich, ja, gehen wir mal dahin und mir das Elite-Monster, was irgendwo da in der Nähe sein soll, kaputt kloppen. Klingt das nach einem Plan? Ja, finde ich auch. War das gerade Balen? Nee, du sahst nur so aus. Oh, naja, du schießt jetzt auch hier. Ich frage mich, was der Chefredakteur wohl meinte, als er von mir wissen wollte, was seine Zeitungsreporter am meisten benötigt. Auf jeden Fall benötigt man Stiftenblock sowie eine Genehmigung zur Berichterstattung, aber es gibt noch so viele andere Dinge. Pink sieht hier richtig schön aus. So. Da ist aber, glaube ich, genau das richtige Pink, so wie in Xille 1 bei. Boah. Boah, wie ist die Stadt nochmal? Wo diese Pink-Mädchen rumliefen. So. Duval Hauptbahnhof. Marksburg Hauptbahnhof. Wie komme ich jetzt zum Aladdin Bahnhof? Gehen wir mal zum Marksburg Hauptbahnhof. Ja, waren ja ein paar Schiffe und so, ne? Ich glaube, von da aus konnte ich einfach so dahin gehen. What a Jetzt wieder so nice ein. breeze. I could spend all day here. Okay, machen wir das. Irgendwas ist anders. Ja, was denn? Marksburg seems like a pretty nice city. Yeah. It's like a bridge between Olympias and Risa Maxia. Not just literally, but metaphorically, you know? A year Yeah. ago, I'd never have believed this could exist at all. Isn't it amazing how much our actions can change the future? Speaking of which, it's amazing how much Jude's changed. Huh? Me? Look at your hair! Suddenly you're all trendy. Exploring your sexy side, are you, Jude? Sexy? Rowan, come on. It doesn't have anything to do with that. So, what prompted it? I just like to try something different now and then. In other words, exploring your sexy side. I guess. Mein Gott. Nein. Boah. Bist du hier? Gibt's hier andere Aufträge? Nein. Boah. Ich schätze mal, ich muss wieder ein bisschen Geld abdrücken, damit ich weiter kann. So, wie komme ich jetzt zum Aladdin Seehafen? Wenn ich jetzt hier den ganzen Weg umsonst laufe, ne? Das fände ich nicht schön. Aber wo soll ich denn sonst hin? Das ist der einzige. Ah, und hier passiert irgendwas. Stop right there, folks. You want to learn about custom orders, right? But don't answer, unless that answer is yes. Try once, Dann sage ich you'll nichts. get hooked. I'll give you the materials and everything. Don't be so pushy. Wer will denn nochmal von uns? Wer war das überhaupt? Warum haben wir den angesprochen? Wenn du das entsprechende Geld und die benötigten Materialien besorgst, kannst du Spezialobjekte für dich anfertigen lassen. Das ist eine schöne Spezialanfertigung. Ich brauche ja nur nicht mein Geld für alles andere, irgendwie. Immer wenn du in einen neuen Ort kommst und in den dortigen Läden einen Besuch abstattest, werden deren Spezialanfertigungen im Menü abgespeichert und die Zahl der bestellbaren Objekte steigt. Genau, Objekte von einem Laden, die du in deine Liste eingetragen wurden, können dank des weitreichenden Händlernetzwerks in jedem beliebigen Laden auf der Welt bestellt werden. Sobald du in weiteren Regionen reisen kannst, solltest du auf jeden Fall in den Läden der nun zugänglichen Stadt vorbeischauen. Warum schaust du dir nicht gleich mal den Spezialanfertigungsmenü des Ladens hier an? Kein Wort verstanden. Aber ich habe Tränke des Lebens, Holz und verrottete Knochen bekommen. Sehr schön. Und ein seltsames Fragment. Du kannst Spezialanfertigungen in Auftrag geben. Mit Hilfe der Option Spezial kannst du Objekte billiger kaufen, indem du bestimmte Materialien verbrauchst. Es gibt außerdem Objekte, die nur über Spezial erworben werden können. Zusätzlich zu den käuflichen Objekten kannst du leistungsfähige Ausrüstung erwerben, also sieh auf jeden Fall regelmäßig nach. Okay. Ach, ich kann sozusagen dann freischalten, nachdem im Laden Material überprüfen. Ah, okay. Dann immer verfügbar werden oder was? Prometheus, zerbrochener Zahn und so. Ja, ne, ich hätte ehrlich gesagt mal mehr hier so was.
Tomatenomelette groß. 13 Kämpfe, was? Geil. Ich kann sogar Dingens herstellen. Sehr schön. Was? Ich war dafür ein Dingens? Ein Funke? Oder leuchten? Was? Ich kann die zwei. Hä? Was? Ja gut, ja. Das, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie noch nichts Besonderes. Das hier kann ich machen, aber das ist mir zu blöd. Das hier brauche ich auch noch nicht so, deswegen warten wir mal. Okay, wir haben hier eine Cutscene. Mein Gott, ist das hier am Lecken. Wir haben ja eine Cutscene ausgelöst, deswegen nehme ich mal an. Warte mal, kann man noch? Okay, das war gleich. Wir haben ja eine Cutscene ausgelöst, deswegen nehme ich mal an, wir sind hier richtig. Yay. Da freut sich aber jemand. Haben wir überhaupt schon? Ich glaube, wir haben schon ein bisschen was erkundet. Dann gehen wir mal weiter zum Aladdin-Seehafen. Rollo, are you afraid of boats? Wo soll es hingehen? Zum Aladdin-Seehafen. War jetzt Abreise, ja klar. Du kannst jetzt nach Riesemaxia reisen. Riesemaxia ist das Land, auf dem da auf der anderen Seite des Meeres. Du kannst dich in einigen Gegenden dort frei bewegen, auch im Aladdin-Seehafen. In den Städten von Riesemaxia können weitere Figurenereignisse stattfinden. Also schau dich gut um. Eigentlich schon überall hin? Ich glaube ja nicht, ne? Das wird mich nämlich voll überfordern. Hey, you're all okay. It's the informant lady. I'm Jolene, remember? I just feel horrible about what happened. I don't suppose I could bribe my way back into your good graces. What are these? Winged boots. Just a little something something to lighten your load and make you love me again. Kann ich damit durch die Gegend teleportieren? A star reporter like you ought to be able to figure it out. By the way, an agent from Spurious is staying at the inn here. Toodles! Maybe she should be a reporter. Du kannst jetzt Filz nehmen, den du beim Laufen R2 gedrückt hast. So bewegst du dich schneller, aber kannst aber nicht mehr so leicht in die Richtung ändern. Zudem beginnst du einen Kampf umzingelt, wenn du gegen einen Feind flitzt. Also nimm die Beine in die Hand und renn wieder Wind. Ach, bevor ich es vergesse. Du kannst jetzt mit vom Aladdin-Seehafen aus in einige Gebiete von Riesemaxia reisen. Wenn du in neue Städte reist, können sich neue Ereignisse mit deinen Gruppenmitgliedern abspielen. Außerdem kannst du neue Ausrüstung kaufen. Es gibt so viele tolle Dinge zu erledigen. Also los, flitz nach Riesemaxia zu neuen Abenteuern. Sehr schön. War sehr schön. We made it. Huh? You okay there, Rollo? Alles klar. Und next. Okay, wo sind wir? Aladdin-Seehafen, südlicher Bereich. Wie das Schreien? Wo ist? Wir können nichts machen, ey. So, ich guck mir mal die Shops an, ja. Oh, sehr schön. Neue Waffen. Oh, geil. Oh. Keine neuen Waffen. Was? Das ist alles das gleiche noch. Ah. Rüstung. Rüstung, neue Rüstung. Ja, ein bisschen. Ja, tut immer nur so zwei Dinger oder so erhöhen, ey. Finde ich ein bisschen zu wenig. Sehr schön. Ich würde mich aber gerne so teleportieren können, ehrlich gesagt. Ich dachte ehrlich gesagt, so was wäre das. Ich kann echt langsam anhalten. Na, jetzt lasse ich los. Ich würde voll langsam anhalten damit. Weil das Ruhr schlecht ist, das werden wir noch sehen. Wutsch, schmeiß ich da runter. Okay. Wir sind in Riesemaxia endlich wieder. Also daheim, wo ich auch herkomme. Ich komme auch mehr so aus Riesemaxia hier. Vom ersten Teil aus, jedenfalls. Also ja. So, hier ist ja nichts versteckt, mein Gott. Kein einziger Gegenstand ist hier.
Jetzt bin ich doch auf Namen. Ohne Katze, geil. Lotus gefangen. Sehr schön. Apropos Katze. Okay, die ist bald da. Da kann ich wieder. Entschuldigung, Akebeno sagt. Boah, Entschuldigung. Na gut, dann haben wir wieder ein bisschen Schnaps gefunden, also auch was. Oh, prüfen. 500 Gold, jawohl. Was? Die Hauptgeschichte? Nein, noch nicht. Noch möchte ich mich hier umschauen. Ein bisschen hier im Dings rumlaufen. In neuen Gefilgen, beziehungsweise alten Gefilgen. Sehr schön. Mein Gott, kriegen wir hier viel. Wir sagen, wir laufen erstmal ein bisschen rum. So, da hinten haben wir Hamill, ne? Da können wir ja auch schon was erledigen. Aber ich möchte erstmal hier auf gut Glück ein bisschen rumlaufen und neue Sachen hier finden. Ich weiß, ob wir hier finden können. Ein bisschen riskanter flitzen, finde ich. Ich da gewöhnen kann. Ich habe 99 Wildgrassamen. Außerdem brauche ich ja jetzt voll viele Sachen, damit ich Sachen herstellen kann. Gemüsesticks, sehr schön. Lendentuch und zerschmetterter Knochen. Oh, eins habe ich erledigt. Wunderbar. Dann gehe. Weiß ich nicht. Guck mal, alles so. Abtasten. Upsala. Da wird irgendwie nur so der Wiedersehen-Part in Riesemaxia. Oh, die alte Musik auch noch alles. Sehr schön. Ich finde es sehr schön. Nein! Aua! Nee, Musik bleibt aber gleich. So, warst du nicht kurz davon, Aufladetitel zu bekommen? Why won't you die? What? Was ist mit dir los? Mein Gott, kriegen wir viel Schaden. Leck mich am Arsch. Entschuldigung, so ausfallend wollte ich jetzt eigentlich nicht sein. Ja, ne, ich könnte mal mit Ludger hier noch ein bisschen bunt werden. Der war ja auch kurz davor, irgendwie noch aufzuleveln. Und da, Quatsch, das hier war ja. Ja, schön. Mein Gott, ganz schön viel Geld kriegen wir hier. Yeah, I feel good. Ah, ich mich auch. Eine Fertigkeit, ja, ne? Habe ich überhaupt nachgeguckt? So offscreen, weil ich alles ausgerüstet habe? Ich glaube ja, ne? So, das können wir noch, das können wir noch. Das können wir auch noch. Ja, ja. Oder. Was weiß ich. Nehmen wir das hier. Ja, wird schon gut aufgelevelt sein. Jetzt über der Ort hier, wo wir gerade sind, alle die Fahrt, ja. Man konnte ich keine Mission mit aller die Fahrt annehmen, mein Gott. So, Fertigkeit erlernt, sehr schön. Da haben wir ihn gar nicht dabei, Mann. Geh weg. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Können wir vor dem flüchten? Machen wir mal das hier. Er wird schon nicht so stark sein, oder? Wenn doch, dann aber riesige Probleme. Das Ding sieht aber richtig imponant aus. So, komm her. Mein Gott, das Ding ist überhaupt nicht groß. Okay, wir können flüchten zur Not. Okay, 100.000. Was macht das Ding überhaupt hier? Fällt mir gerade ein.
I'm here for you. Oh. Leck mich am. Aha. Oh Gott. Ja, sehr schön. Gemacht bist du anfällig. Gegen nix. Sehr schön. Geh doch nicht auf mich los, Mann. Jawohl. Los. Jawohl. Tu mal Abfallbrecher einsetzen, Elvin. Warum macht denn hier niemand, was ich will? Hey, du hast deine Fähigkeiten ausgestellt, sehe ich gerade. Warte, wo ist der eine Angriff? Hm. Mein Gott, leck mich am. Ich brauche wieder TP, Mann. So. Sehr schön. Sogar versteinert gewesen. Hau. Und war ich eigentlich der Einzige, der K.O. ging einmal? So, komm her. Aua, war. Okay, bei mir war Schusswaffen. Für das Geld haben für das Viech, ey. Nein, nicht ein. Kann irgendjemand mal Rowan wieder beleben? Ja, der Rowan, setzt du mal ein paar Zauber ein. Ach so, hupsala, stimmt. Ich greife eigentlich so an, bin ich eigentlich bekloppt. Okay, der Angriff ist übel. Hör auf damit. So. Verreck. Oh Mann. Okay, der Angriff bringt auf jeden Fall. Oh, sehr schön. Vergiss mal, nein, nicht der Angriff, mein. Das ist auch ein Powertreffer. Hör auf, Flayer anzugreifen, ich fasse nicht. Los, greif an. Sehr schön. Bams. Ich sehe gerade erst, wie lange das noch dauert hier, bis der kaputt ist. Ja. Also gegen Wind bist du nicht anfällig. Okay, das bringt überhaupt nichts. Das wird wieder ein spannender Part. Nein, nicht der Angriff. Verdammter Dreck. Ja, auf. Los, Alvin. Du hast ja nicht abgewehrt, Mann, du Idiot. Aua. Mitten aus dem Guardian Field rausgehauen, ey. So, wie wär's mal mit Strategie? Da könnte ich ruhig ein bisschen Dingens hier einsetzen, aber auch so. Jetzt soll ich hier nicht davon abhalten. Rowan. Du. Vorwiegend Arzt. Nur Geisterarzt. Ah. Sehr schön. Komm schon, was war wieder am Abwehren? Setz doch irgendeinen Zauber ein, mein Gott.
Ihr Windlanze, setzt das ein. Oh nein. Ich glaube, ich bin so ein feiger Typ hier. Ah. Sehr schön. Warum sagst du denn jetzt Sharing is caring? Wow. So, aua. Ich habe keine TP mehr. Ich einfach meine Knarre mich dagegen. Ja, wir sind alle sterben, ey. Wir sind alle sterben, was? Also, danke mal rechtzeitig Abwehr, ist halt nicht schlecht. So, Leia, du setzt mal Orangengummi ein. Verdammt. Ma, wie kannst du das wagen? So. Ja, du rollst nicht weg, ey. Setzt halt irgendwie öfter ein. Kann das sein? Warum fangen wir alle? Das darf doch nicht wahr sein. Mal Elvin, was soll der Scheiß? Hör auf, immer kaputt zu gehen. Ja, ich habe gerade Dings eingesetzt, Mann. Jawohl. Bist du Steinerschaft, finde ich gut. Ja, und boom, weg bist du. Oh mein Gott. Oh, sehr schön. Oh nein, sehr schlecht. Boah, was? Was? Wie hab ich das denn gemacht? Ja, ne, mit Jude wäre vielleicht viel einfacher gewesen. So, du setzt jetzt einfach mal dann noch mal irgendwas ein, ja. Was zum Teufel? Wie konnte das jetzt passieren, ey? Nein, du gehst nicht auf Leia. Boah, ich krieg die Krise. Nein, nein. Boah, ist schon wieder so ein knallharter Kampf wie gegen Volt. Naja, geht doch mal alle in Deckung. So, jetzt aber. So, jetzt nochmal. Jetzt stirb. Stirb. Haben wir so eine Seifenblase, ey. Nein, nein, ihr könnt euch nicht mehr leisten, so oft zu sterben. So, wie wär's, wenn ich... Oh, fuck. Ja, das ist nicht gut. Nein. Wow, sie hat's überlebt. Ich fasse nicht. Lass mal aufhören mit dieser verrückten Rolle. Voll, der Angriff heißt auch noch so. Ich fasse nicht. Wie alle unsere Angriffe gar nichts abziehen, nur die Art ziehen irgendwie weit ab. Und ja, das ist der letzte Trank des Lebens. Und Rowan, du bist tot, ja. Das habe ich schon kommen gesehen. Ja, jetzt sterben die auch noch, ne? Ja. Da gibt's doch nicht. Und wir flüchten. Sehr schön.
Oh Mann. Hey, you're not seriously doing this. Everyone's hurt really bad. We gotta stop and patch him up. Ma. You know, I'm starting to like your style. You're pretty tough for a kid your age. Here, this is a gift from your mentor. A little token of how close we've become. I expect you'll treasure it. Okay, kritischer Schlag haben wir erhalten, sehr schön. Wir sind alle im Eimer, sehr schön. So, nimm mal hier was. Deine Art verbessert, deine Fertigkeit erlernt. So. Na warte, das kriegst du noch zurück, du blödes Viech, ey. Warum war der so stark? Warum frage ich das eigentlich? Naja. Okay, wir könnten mit der Hauptstory eigentlich noch fortfahren, aber ich möchte ehrlich gesagt nur alles andere erstmal vorher machen. Also wenn ich schon wieder irgendwie so irgendwie feststecke in der Hauptstory, dann naja, weiß ich nicht. Dann stecke ich wieder fest halt. Da kommen wir nicht weiter und dann haben wir Probleme und da kommen wir erst recht nicht weiter. Putsching, so. Alles klar, wir müssen uns neu ausrüsten und so. Wir haben alles hier verballert an dem Kampf. Da bin ich mal gewonnen. Ja, aber erstmal übernachten. Nach diesem totalen Reinfall. Ich dachte, ich würde den noch schaffen. So, wie sieht's denn hier aus überhaupt? Hennenrennen, ja, das habe ich ausgerüstet, genau. Spiegelnde Abwehr, da tun wir erstmal ausrüsten. Was haben wir hier noch? Kritisch. Erhöht die Chance, einen kritischen Treffer zu 3%. Jawohl. Kann ich aber nicht ausrüsten. Vitalität und Stärke, weil warum nicht? So, deine Katze ist zurückgekehrt. That's it? Ma. Was macht das Ding denn? So, gehen. Wie, du kommst mit wertvollen Zeugs wieder. This job is for a really rare item. I don't know if we'll find it through normal means. Ja, das habe ich schon oft gehört. They're always coming back with rare items. So, habe ich jetzt wenigstens irgendwelche Sachen bekommen, mit denen ich Sachen herstellen kann. Sieht nicht so aus. Bah. Na gut, dann. Oh, was haben wir denn da? Noch 4 Stück nur. Dann weiß ich nicht. Wo ist die Auftragszahl? Da ist die Auftragsbörse. Gehen wir da ein. Ich brauche es auf der Stelle. Da können wir ja nach Hamil gehen, ehrlich gesagt. So, da tun wir erstmal abbrechen. Ich habe jetzt wirklich, die sind nicht für immer weg. Das war ein bisschen blöd. Okay, die sind wieder hier aufgelistet, ne? Ja. Details unbekannt. Goldkleeblatt. Ja. Dann, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich das hier offscreen, weil, ja. Ich habe keinen Bock, das jetzt jedes Mal irgendwie im Parts hier einzubinden, weil das ist ein bisschen blöd. Egal. Ich speichere jetzt jedenfalls erstmal und wir sehen uns in der nächsten Folge dann mit Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.